Hätte, können wir alle entkommen. Erzählen Sie mal Ihr Gericht. Hm? Ihr Gericht, haben Sie es bekommen, was Sie wollten? Ja, 9. November, Leute. Ich meinte dein Essensgericht. Bootsbach, Erwachsenenvollzug. Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Ja, was soll ich dazu sagen? Auf was hättet ihr jetzt mehr Lust? Dass wir Bowling spielen gehen oder wir Book of Rush spielen? Also Automat. Schön hochdrücken, 140. Automat, oder? Hinter Kamera musst du nicht reden, Alter. Deswegen, wir finden unsere behinderte Leute. Die wollen Fame werden. Die kommen unsere Kamera. Nächster Tag, die rufen an. Aber ein Jahr, wir haben versucht, dass sie in eine gute Richtung bringen. Kommt nicht, weil ich sie freien tot. Monkey. Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ewa, Ladies and Gentlemen, danke, dass ihr neu eingeschaltet habt. Ewa, Leute, was geht ab? Sonja, was machen wir? Wir gehen essen. Was? Ding, Chinesisch. Kung Pao Ramen. Aber schmeckt Baba. Liebst du asiatisch? Ja, so. Besser als Pizza oder Hamburger. Stimmt es, dass dein Vater einen Burgerladen hat? Der hatte mal, Leute, einen Laden, das ist nicht gelaufen und danach ja, jetzt kommt der. Ja, wenn du keine Werbung machst für deinen Vater, dann läuft er. Aber was Werbung, Lieferando, die müssen doch alles bezahlen. Lieferando und so, wisst ihr, das gehört doch dazu. Sonst so. Nix, alle locker. Hätte können wir alle entkommen. Was willst du? Eine Matasse. Was? Wisst ihr warum? Oh, ja, Moment, lacht ich für meine Mutter. Mutter ist das Beste, was auf der Welt gibt. Walla, Mutter ist das Beste, was auf der Welt gibt. Ich lach, weil ich süß finde. Ja. Warum auf einmal immer anderes vor Kamera? Du bist geboren. Warum immer Mutter? Warum nicht Papa oder so? Bist du Mama oder Papa-Kind? Papa-Kind. Walla, warum? Weil, wie warum? Weißt du es? Mama oder Papa-Kind? Beides alle. Nein, komm, eine. Normal, ich will von meiner Mutter rauskommen. Mama, auf jeden Fall so. Mama? Auf jeden Fall. Normal! Egal, passiert auf jeden Fall schon mein Gericht, Leute. Ewa, ihr kennt es. Wer mich kennt, kennt es. Ja, auch schmeckt. Das schmeckt geil, krank. Warten wir kurz. Guck mal, hier gibt's Dings Karte. Oh, Leute, wo steht. Warte, wo steht das? Tom Pang, was? Erzählen Sie mal Ihr Gericht. Ihr Gericht, haben Sie es bekommen, was Sie wollten? Ja, 9. November, Leute. Ich meinte dein Essensgericht. Bootsbach, Erwachsenenvollzug. Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Ah, Gericht, mein Essensgericht. Ja, die sagt 9. November. Nein, weil das sind Thailänder und das, was ich bestelle, ist Ding. Ist, Leute, okay. Das ist Ding. Was ist das? Asiatisch. Ja. Asiatisch. Und da, wo wir essen. Ist asiatisch. Nein, vietnamesisch. Ja, es gibt 3 kontinentmäßig und eins davon ist mein Gericht. Die Drecksau, die Elendige! Und wie heißt es nochmal? Kung Pao. Sind das Kontinente, habe ich recht, gell? Ja. Asien und Thailand. Sind das Kontinente, was die da aufzählen? Vietnamesisch, Asien, Thailand. Das sind doch 3 verschiedene. Nee, Thailand ist ein Land. Ja, und Asien ist eine Stadt. Thailand, Asien und so alles. Ist das ein Kontinent oder ein Land? Nein, das ist ein Land. Asien ist ein Land, oder nicht? Asien, Thailand. Ja, doch, Kontinent. Keine Ahnung, alle. Denkt ihr, ich bin hier, hab studiert, hab Gymnasium gemacht. Durch die Tür. Paul. Normal. Was ist das? Ja, ich weiß. Das ist auch Kung Pao, aber andere Art und Weise. Was meinst du denn da? Nein, es ist 38. Ich meine, es ist 41. Haben wir ein bisschen scharf? Danke. Ey, was ist diese schwarze Seele mir? Probier mal. Nein. Wallah, das ist Fisch. Das knackst so geil. Ja, hier knackst selber dran. Was? Knackst selber dran. Schmackt sowas. Wie sie Reis. Gesundheit. Mit Erdnuss und Hähnchen. Baba Locke. Schmeckt Baba. Ja, Mann. Wallah. Mhm. Ist gut? Ja. Hey, Mann. Lass mal mit dem.
Was hast du zurzeit für Probleme? Ich hab gar keine Probleme. Du hast doch Probleme. Jeder hat Probleme. Ich meine mit deinem Magen. Ich hab ein bisschen Bauchschmerzen, Leute. Was geht denn? Halt deine. Der redet mir hier. Nicht jeder muss wissen, was ich in meinem Bauch habe. Das ist doch nicht schlimm. Ja, ein bisschen Bauchschmerzen, wie jeder zweite Mensch. Wie jeder dritte. Oder vierte, fünfte, sechste Mensch, das ist ein normales Mensch. Nein, jeder dritte. Es regnet, Leute. Ich liebe Regen, aber wenn ich in meinem Bett lege und es mir angucken kann. Aber jetzt gerade, ich habe nicht meine richtige Winterjacke mit einer Kapuze. Kennt ihr diesen Sturm von letztes Jahr? Die ist doch Sabine oder so. Und wie heißt die heute? Was? Sag mal, erklär mal Sonja. Was soll ich erklären? Ja, es gab mal vor ein Jahr oder diesem Jahr gab es einen Sturm, die ist Sabine. Und wie heißt Wind heute? Sabine. Nein, das ist letztes Jahr. Schachakalia, keine Ahnung. Wie? Schachakalia. Ich glaube, die Einzige, die Auge auf diese Mütze macht, ist Huda. Auf jeden Fall, Leute, ich gehe da rein, zack, ich nehme so locker. Weil wir waren genau neben der Tür, wo wir rausgingen. Ich nehme einfach mit, zack. Nein, ich hab's gezahlt. Ich hab's gezahlt. Oder? Tornado! Hilfe, Hilfe! Ey, mir ist so kalt. Ey, meine Beine sind kalt, aber mein... Also innerlich, also das oben nicht. Checkt ihr das? Nein. Also oben, ab hier ist es nicht mehr kalt. Aber mein Bein... Definier mal mehr, ich hab nicht verstanden. Keine Ahnung, Alter. Würdest du lieber deinen Körper definieren oder auf Masse gehen? Was heißt das? Masse, Menge und so, gell? Und definieren? Definition. Ja, definiere mir, was du damit meinst, dass du untenrum mehr frierst. Normal. Schämst du dich nicht? Und jetzt willst du meine Kamera anfassen? Geh mal. Ich alle. Alle, sein der beste Mann. Bitte. Junge, geh mal Ding, alle. Der geht. Der hält sein Ding alle und danach fester mich an. Was denkst du, du zusammen? Egal, ich sag nichts. Sag doch, was denkst du, wer du bist? Ich? Ja, du. Ich bin schon groß und viel. Egal. Nein, ich stell mir gerade vor. Hast du gehört, was er gesagt hat? Was sagt er? Dein Bett ist groß. Hä? Ist doch wahr. Ist doch wahr, oder? Woher kennst du ihr Bett? Ja, komm, hau raus, Walla. Mach noch hier diese Ding. Ja, was soll ich dazu sagen? Sie in Schutz nehmen? Das stimmt doch gar nicht, das weiß doch jeder. Geh doch. Soll ich gehen? Wohin? Soll ich gehen? Wohin? Beweg mal deine zwei, drei Beine. Der gibt gerade Ding, Abpackt sein Vater, ne? Aue Maue, Aue Maue. Aue Maue, Aue Maue, Aue Maue, Aue Maue. Aue Maue. Aue Maue. Maue. Also, in Frankfurt gibt's zwei Sätze. Das müsst ihr euch merken. Einmal gibt's. Hol mal Dose. Was? Gib mal Hotspot, alle. So, jetzt wisst ihr. So? Nein, ich hab selber. Sie weiß sogar. Ey, Huda, komm her. Ja. Was kostet Sonjas Mütze? Du hast dieselbe. Das kostet 40er oder 50. Siehst du, 39. Ja. 39, 40er, ja. Ja. Ich hab doch letztens zwei geholt bei dir. Hä, Pimmel? Ich habe limitiert auf 1, deswegen kostet die Furi. Nein, aber die weiße kostet 59 Euro. Glück? Die weiße Kappe. Normal! Wenn du dich entscheiden würdest, Brötchen oder Toastbrot? Toastbrot. Warum? Ja, viel besser. Du machst einen Toast, dann kommt warm raus. Du hast ein Brötchen. Okay, was, wenn ich von Bäckerei frische Brötchen ja, hole, so schön warm? Ja, so geht dann fit. Na, also, was jetzt? Ja, okay, Brötchen. Brötchen oder Toastbrot? Toast auf jeden Fall. Warum auch Toast? Leute, diese Toast, alle, das fällt alles auf Boden, diese Krümel alle. Der Toast. Wisst ihr, ich mein? Toast. Toast ist wahr, aber. Warum? Weil es einfach so ist. Was fällt auf den Boden jetzt? Toast oder Brötchen? Brötchen, diese Krümel. Aber wenn du hast Toast gesagt. Ja, dann andersrum. Warum? Toast. Leute, Toast oder nicht, seid mal ehrlich, alle. Okay, wenn ihr Bäckerei okay, seid. Okay, ich feiere Toast auch mehr, aber. Wenn jetzt gerade Brötchen frisch aus dem aus Dings, ich kann nicht mehr reden. Wenn Brötchen neu rauskommen,
dann gibt's nichts Geileres. Allein dieser Geruch, das kann ein Toastbrot ja, nicht bringen. Ja, denkt ihr, ich hab neben mir eine Bäckerei. Denkt ihr, meine Mutter geht und holt jeden Tag 10 frische Brötchen von der Bäckerei. Warum? Du kannst doch selber holen. Hast doch zwei gesunde Arme und Beine. Sehe ich so aus, Alter. Ja, schon. Nein, weil er nicht. Toast, pap, pap, 5 Minuten Basis auf Schnelle, wisst ihr, ich meine. Ohne viel Kopfschmerzen. Denkt ich geh ungeschminkt Bäckerei. Du kannst auch Toast, du kannst auch Brötchen kaufen. Und sie in den Ofen stecken. Ja, dann mach du das, schmeckt. Ey, Sonne, der, die oder das Auto? Das Auto. Ja? Wie kann ich dir weiterhelfen? Der, die oder das Fahrrad? Das Fahrrad? Hä? Was für eine dumme Frage. Okay, buchstabier mal Haus. H-A-U-S. Buchstabier mal Maus. Mach doch mal. M-S-O-I. Buchstabier mal Xylophon. Halt's Maul. Auf was hättet ihr jetzt mehr Lust? Auf, dass wir Bowling spielen gehen? Oder wir Book of Rush spielen? Also Automat. Schön hochdrücken, 140. Automat, oder? What do you say to this man? What do you say to this man? Sag lang. Bleib mal ruhig jetzt. Sag mal, dreh mal die What Kamera. Do you say to sag mal, dreh mal die Kamera. Hinter Kamera musst du nicht reden, Alter. Genau. Auf jeden Fall, Leute, wollte ich sagen, das ist unsere Frankfurt. Das ist unsere Frankfurt. Richtig. Jede ist besoffen. Die kommen hier überall. Deswegen, wir finden unsere behinderten Leute. Wir, also hier ist einer. Egal wo wir gehen, wir finden. Aber so sieht's aus, mein Freund. Ich küsse eure Herzen. Der kommt von dieser Stadt, wo Sonja kommt. Die passen zusammen. Weil die sind asozial. Diese Stadt, wo der kommt. Auf jeden Fall, Leute. Ihr seid zu Hause, macht ihr Essen, guckt unsere Video und sagt asozial. Seht die Reden unter uns und vor unserer Kamera. Die wollen Fame werden, die kommen unsere Kamera. Nächster Tag, die rufen an, bitte schneid mich raus. War 100%, dass alle war. Echt? Bei uns ist nicht Hallo? So. Hallo? Weil wir sind die. Ich, du weißt, ich bin so ein Mensch, ich guck und sage ich dir, wie sind die? Spaß weißt beiseite, ey, guck mal, wir machen ganz viel Spaß. Mit mir keiner kann ich Spaß. Lass mich alle, Ellere weg. Ellere weg! Ellere weg! Bisschen you can speak Deutsch? Noch ein bisschen ist Frankfurt. Frankfurt. Wir finden diese Leute. Wir haben gefunden, vor ein Jahr zwei kleine Chichis, diese zwei Mädchen, meine ich, Roda und Sonja, die waren auch voll besoffen. Wenn ich erzähle, ich bin auch ein Mensch, ich bin auch ein Mensch, wo ihre Klamotten und sowas, die sind gekommen mit Dose, sie hat geredet. Baba Loki, Seite auf Null, ich hab gesagt, du musst auch Baba sein, vernünftig sein, das sein, das sein. Aber ein Jahr, wir haben versucht, dass sie in eine gute Richtung bringen, kommt nicht, weil ich hier Frankfurt. Pass auf, eure Kinder. Kommt hier 15-jährige Mädchen oder Jungs, 14-jährige, die trinken die ganze Zeit. Hier Franco, die kiffen. Ich bin gegen diese Sache. Und am Ende, wir bekommen von euch, also ich meine, die Leute schreiben schlechte Kommentare. Aber trotzdem, wir, ich und Vater, wir sagen, ich sage persönlich, ich liebe euch und ich küsse eure Herzen. Wir benehmen uns, also wir wissen, was machen wir. Dieselbe, wir haben versucht, wir haben so viele geholfen. Nur mal!